Dankeschön. Ja, ich meine, dass du fragtest so richtig, wie setzt sich denn das um? Wie drückt sich das noch aus nachher? Was für einen Gewinn hat man davon im Grunde genommen? Der Gewinn ist auch in den Momenten oder in den Stunden oder in den ganzen Tag, wo man nicht sexuell sein kann, weil man ist beschäftigt, ist man trotzdem von diesem angetörnt. Man hat ein anderes Lebensgefühl. Es ist nicht so sehr die Freude drauf, aha, dann heute Abend, wenn wir uns sehen, dann werden wir wahrscheinlich Sex haben. Das ist eine Sache. Das andere ist, man zehrt noch von dem davor. Und das ist etwas, was den meisten gar nicht auffällt. Aber es fällt ihnen hauptsächlich deswegen nicht auf, aus dem einfachen Grund, weil sie es nicht haben. Weil die wenigsten haben so viel Sex. Das ist ja, ich sagte schon, 15% der Bevölkerung, der sexuell aktiven Bevölkerung, jetzt nicht die Omas und Kinder gerechnet oder die Kranken oder Invaliden, die sowieso nichts machen, die sind also schon raus. Das heißt, es sind von der Gesamtbevölkerung noch viel weniger. Ja, und es ist eben häufig so, dass die längere oder die intensivere Sexualität erst das ist, was diese Energie gibt, die man dann auch am anderen Tag noch praktisch als Potenzial spürt. Und darum zum Beispiel mit der Tantra-Massage. Also in der Tantra-Massage geht 1,5 Stunden kürzestens, eigentlich 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Das ist dann eher eine Frage, wie viel Lust oder wie viel Dauer hat jemand da parat dafür. Ne? Und, aber es ist eben keine 11 Minuten oder 4 Minuten Veranstaltung. Und das heißt nicht die ganze Zeit irgendwelche Stimulationen zu machen, genital, sondern den ganzen Körper immer ständig mit einzubeziehen. Weil eins ist ganz, sagen wir mal, für unsere übliche sexuelle Betätigung ist das Hinderlichste, dass wir genital und den restlichen Körper als getrennte Wesen, also getrennte Sachen empfunden haben. Das ist das, worüber man nicht redet, das ist verboten. Wir dürfen da auch nicht anfassen, so zwischendurch. Das ist schon, wenn ich das hier mache, ich weiß, dass das schon alles auffällig ist, weil das alles wie abgetrennt ist. Und da fehlt natürlich was. Und eine Tantra-Massage ist die, das sozusagen zumindest mal vorübergehend wieder zusammenbringt. Das halt, ja, das Ja, ist. und danke, ja. Das und also für mich war es auch ein ganz wichtiger Meilenstein, intensive Sexualität kennenzulernen. Ich habe mich tatsächlich ganzer gefühlt. Ich wusste eigentlich nie richtig, was mir fehlt, aber dadurch habe ich das dann immer intensiver gelernt. Es ist ja eine unglaublich starke Energie und das bin alles ich. Alles ich. Oder du, ja? Jeder. Jeder trägt das in sich. Das ist eine ganz, ganz starke Kraft, die wir in uns aktivieren können, die immer da ist. Und das hat für mich auch einen ganz dicken Sprung im Selbstbewusstsein gemacht. Ja? Ich habe mich viel mehr lieben gelernt. Ja? Das war unglaublich. Ja? Dass das etwas ist, was. Und mit so einer starken Energie, was da bei mir abgeht, ja. Und ich meine, mir begegnen ja auch Menschen, die sehr energetisch sind oder es passieren Dinge im Leben, ja, sodass ich also das Gefühl habe, ich kann immer mehr Energie nehmen, auch von anderen. Das macht mich kräftiger, einfach kräftiger, ja, im Umsetzen meiner ganz alltäglichen Angelegenheiten, ja. Das ist einfach kräftigend. Erst macht es vielleicht Angst. Und deshalb ist es gut, es auch in seinen Schritten zu gehen. Ja, das ist immer zu nehmen. Aber wenn es dann auch mal wirklich ein Wahnsinnsrausch ist und ein wahnsinniges Gewitter in einem, das ist wunderschön, ja. Aber Step by Step. Und das habe ich eben auch in den Frauentrainings jetzt gemerkt, dass wir uns da wirklich Schritt für Schritt annähern und beginnen da meist
erstmal mit der Heilung. Ja? Alles, was mit Heilung zu tun hat, ja? Alles, was man Schlechtes über sich denkt oder über seine Joni denkt, also über das Geschlechtsteil, dass wir da erstmal Annäherung machen und gar nicht mehr, erstmal gar nicht über Lust reden. Mhm. Ja, es geht nur darum, die Joni kennenzulernen, auch inwendig kennenzulernen, ja, und sich so langsam eine Gefühlslandkarte zu erobern. Mhm. Ja, so im Feedback auch. Das ist total relaxed. Ne? Und da geht es gar nicht, muss ich jetzt was fühlen oder so. Nein, kennenlernen. Mhm. Ja? Und über dieses Kennenlernen dann entsteht, weil es wird nichts gefordert, ja, es entsteht einfach. Ja, es steht auch nicht die Beziehung auf dem Spiel. Ja, also das ist ja häufig, nicht. Weil Sexualität ist für die sehr viele in den Beziehungen eigentlich der Kit. Mhm. Oftmals ist die Beziehung eigentlich schlecht bis gar nicht, aber der Sex hält sie zusammen. Mhm. Also das ist ja was man viel beobachten kann. Mhm. Das kann eine Weile ganz gut gehen. Aber dazu müsste der Sex wirklich super sein. Ja. Nur das ist er nicht. Mhm. Also, ja, das ist, und das kommt häufig dazu, dass sie die beiden, die jetzt in den Paarbeziehungen, die kommunizieren über ihre Gefühle gar nicht. Mhm. Das konnte man auch sehr gut in der Sendung bei Clav hier sehen. Ja, genau. Ne? Wie Marlene mit dem Pärchen da springt. Ja. 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 Einer, also man denkt voneinander, ich kenne ja dich schon. Ja. Ich weiß auch, wie ich dich berühren kann. Oder ich vertraue dir, wie du mich berührst. Das wird schon schön sein. Nee. Aber die Wahrheit ist ja, dass also diese Entdeckungsreise, die beginnt irgendwann und die endet nie. Hm. Nee, nein. Und auch eine Sache ist zum Beispiel, das sagen ja viele Männer zum Beispiel, wenn sie jetzt Sex mit einer Frau haben, dass für sie der Sex dann besonders gut ist, wenn die Frau richtig abgeht. Ja. Üblicher Spruch. Es stimmt etwas da dran, aber nicht alles. Erst sozusagen, wenn jeder in seinem sexuellen Space ist und sich mit sich selber wohlfühlt, jetzt kann der andere aufhören, was Besonderes machen zu müssen, was Besonderes leisten zu sollen und bei seinem eigenen Gefühl zu sein. Mhm. Die meisten sind nicht bei sich selber. Mhm. Sie sind irgendwo. Mhm. Sie beobachten den anderen. Na, hoffentlich schreit sie jetzt. Hoffentlich kriegt sie jetzt endlich ihren Orgasmus. innerhalb von 11 Minuten. Bitte schön, auch noch. Ja? Was natürlich nicht der Fall ist, es sei denn, die Frau türkt. Oder es gibt gelegentlich Frauen, die sich so trainiert haben, dass sie tatsächlich sehr schnell zum Orgasmus kommen. Na gut, und dann, ja, aber für den Mann ist es dann rum und er hat trotzdem nicht viel davon. Das stellt er aber erst hinterher fest. Aber was ich sagen wollte ist, oder was ich zum Bewusstsein bringen will, ist, dass jeder mit sich selber in seiner Lust sein muss. Die bringt er in das Spiel mit. Er kann nicht erwarten, dass der andere ihm das macht. Also auch die Frau kann sich nicht hinlegen und sagen, so jetzt, ja, jetzt passiert aber nichts. Dann sagt er, ja, wie soll es denn sein? Und sagt sie, ja, weiß ich auch nicht. Ja. Also, tja, das ist also ganz klar auch für mich jetzt nochmal im Frauentraining, ja. Mhm. Das ist für mich das Wichtigste, wenn eine Frau lernt, die Sexualität zu sich selbst zu nehmen, ja. Das ist meins, das ist mein Vergnügen, das ist mein Geschenk des Lebens, ja, für meine Lebendigkeit. Ne? Und das dann mit dem Mann zu teilen, ja, das ist für mich das Wichtigste und das ist mein größtes Anliegen. Ja? Ich erkenne, das ist mein Spaß, meine Freude. Ja, ist mein... Teile ich gerne. Da möchte ich auch zu diesen Frauentrainings machen, weil ich das auch selbst erfahren habe und weil es mit mir so viel gemacht habe. Mhm. Ich habe viele gemischten Trainings gemacht, wo auch Männer dabei waren, aber sowas, also wo es dann wirklich zur Sache ging und wo es wirklich eine große Öffnung war, das war dann der Frauenkreis. Mhm. Das ist dann so tief und so subtil, dass man genau da in diesem Frauenkreis für mich sehr deutlich zu sehen war, es gibt zum Beispiel
so dieses Konkurrenzdenken und ich vergleiche mich und wie macht das denn die andere Frau und verrate ich jetzt meine kleinen Geheimnisse und darf ich mich dann jetzt wirklich zeigen? Und dass ich dann auch ganz viel Angst habe, aber auch Unwissen darüber, wie geht denn die Sexualität? Und das, was wir zum Beispiel entdeckt haben, wir sprechen über unsere Orgasmen oder wie das jeder für sich so ein bisschen machen kann, dass ich da überhaupt auf neue Fantasien gekommen bin und dachte, naja, die traut sich das jetzt auszusprechen, aber ich habe das eigentlich auch. Und da waren auch geistige Prozesse so in Gang gesetzt. Ging auch, weil ich durch diese Frauenverbindung auch eine Verbindung zu mir selbst als Frau machen konnte. Und also mit dieser Verbindung und mit dieser Großzügigkeit von den Frauen kann ich dem Mann ganz anders begegnen, in meiner Kraft dem Mann begegnen. Es gibt eine Abhängigkeit auch zwischen Mann und Frau. Und aus dieser Abhängigkeit ist manchmal sehr schwer rauszukommen, wenn ich die Verbindung zu den anderen Frauen nicht fühle. Also es wäre schön, wenn ich in meinem Elternhaus von meiner Mutter, meiner Großmutter, meinen großen Schwestern oder lieben Freunden das lernen kann und wir da als Frauen in Verbindung kommen. Aber so, das was früher auch irgendwie im Stamm war oder in Gemeinschaft, ja, dass die Frauen so sich austauschen können. Heute sind wir erstmal so allein und wir machen das schon etwas damit. Für mich konnte ich meinen ersten Orgasmus erleben, als ich mit den Frauen da wirklich geweint habe, gesagt habe, welche Ängste ich habe, was mir da alles vorgeht. Es war nicht sexuell, es hat nichts geholfen, keine Stimulation, keine andere Technik, die jetzt so rein technisch angelegt ist. Nein, das ist ganz tief, das ist seelisch, das ist geistig, das ist körperlich. So, auch, also wir reden jetzt auch ein bisschen über Projekt Make Love. Das ist der große Versuch, ein bisschen sexuelle Aufklärung aufzumachen. Ich freue mich jetzt, dass wir schon so viel weiter, so viele neue Impulse geben, weil in der Sendung werden jetzt ganz einfache Basic-Sachen angesprochen, aber es ist offenbar, dass es da also dieses Wissen, diese Kenntnis gar nicht wirklich gibt davon. Und wir sprechen hier jetzt noch ein bisschen, glaube ich, mehr an, oder? Naja. Antje, wie ist es für dich? Was hast du für ein Gewinn? Das klingt immer so, aber ja. Ja, klar. Ich möchte, ja, einfach das muss doch einen haben, sonst macht man das doch nicht. Ja, sonst, außer jetzt die... Ja, vielleicht die Lust nach mehr. Was hat das mit deinem Leben verändert? Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Was hat das bereichert in deinem Leben? Welche Bereiche vor allem? Ja, also für mich ist es, ich kann es nicht so auf ein was reduzieren. Mhm. Für mich ist es irgendwie ganzheitlich, also es durchdringt eigentlich ganz viele Bereiche. Ja, wirklich so tief mit meiner eigenen Lust in Berührung zu kommen und das auf eine Art und Weise, wo ich wirklich ganz ja dazu sagen kann. Ja? Also wo ich merke, das tut mir gut. Ja? Ich komme da in meine Kraft, in meine Energie, in meine Lust. Und ich kann halt ganz andere Erfahrungen machen wie davor. Und ich lerne auch mehr dazu zu stehen, so, ja, dass das halt, dass ich sage, ja, das ist Sexualität, Sex zu leben, ist mir wichtig. Und ich habe auch gelernt, den Erfahrungshorizont einfach sehr zu erweitern und aufzumachen, so mich auch zu öffnen
dem Ganzen. Ja. Schön, deine ja, zarte das Augen. Heißt ja, aber auch schön. Zum Beispiel, da kommen wir jetzt an das Öffnen, ja. Dass das Öffnen, gar nicht so sehr das da unten öffnen, ja, sondern das Öffnen, das Herz und öffnen. Das Herz öffnen heißt auch zu mehreren offen sein. Ja. Ja. Und das ist, das finde ich, ist, jetzt kommt es wieder, jetzt schlägt es sozusagen, das Boot kippt jetzt wieder um. Sex habe ich nur mit meiner Frau oder Sex, das ist die Sache mit meinem Mann und sonst gar nichts. Oder es ist Fremdgehen, es ist Betrug, es ist Schwierigkeiten, es ist Eifersucht, es ist Mord und Totschlag, also um Gottes Willen das nicht. Also ja, dann geht das aber nicht unbedingt auf. Das sind alles beschränkende, beengende Jacken, die sich jemand anzieht sozusagen. Ja, bloß nicht, was dann dazu führt, dass sozusagen ein Partner fürs ganze Leben der allmächtige Gott sein muss. Oder die Partnerin, die Übermutter, die sowohl Mutter wie Geliebte wie sonst was alles ist. Ja. Was ja ein Mensch dem anderen häufig nur vorübergehend mal für eine Weile erfüllen kann, wenn er vielleicht sich selber zurücksetzt oder andere Sachen zurücksetzt. Ne? Bei uns ist die Monogamie, die Monogamfrage sozusagen so im Vordergrund, dass alles erweitern, auch wenn es nur wenig ist, sofort ein Zerfall des Monogamen darstellt. Was ja jetzt nicht heißt, dass jemand, der mehr mit anderen Erfahrungen sammelt oder auch überhaupt sich entfaltet und entwickelt, deswegen muss er mit der Person ja nicht verheiratet sein. Das ist noch sehr, sehr in den Anfängen. Also es gibt so ein bisschen, wenn man das sieht mit dem, was ja aus Amerika gekommen ist, dieses Polyamory, was tatsächlich auch unter den jungen Leuten und den Studenten sich verbreitet. Also da ist eine gewisse Offenheit da, überhaupt offen mal zu probieren, mal zu sein. Das Bedürfnis nach Beziehung ist nach wie vor da. Beziehungen werden immer entstehen, wo Menschen da sind. Und Beziehungen brauchen wir. Und die brauchen wir als Sicherheit. Und man muss ganz genau verstehen, was ist denn, was gibt mir denn die Beziehung? Sicherheit. Ja, die Sicherheit, jetzt nichts weiter mehr zu erfahren, wäre ja nun Unfug. Das ist aber die Wahrheit. So ist es meistens. Statt, dass es die Sicherheit, das Plateau geben würde, von dem aus ich auch noch andere Erfahrungen machen und wohl der oder dem, der Person, die einen Partner oder Partnerin hat, der sagt, ja, mach deine Erfahrung und investiere diese Erfahrung wieder in unsere Beziehung. Das ist, weil unsere Gesellschaft da gar kein Modell liefert. Obwohl, in den 68ern fing es mal an und ich war ja mal in der Kommune 2, also ich weiß, wovon ich rede, da fing es mal an, dieses das zu durchtrennen, dass man sagt, nee, nee, also man muss schon mehr und mit anderen Erfahrungen haben, die Versuche, die alle so in der Zwischenzeit stattgefunden haben, waren oberflächlich und hauptsächlich damit beschäftigt, die Kleinfamilie, dieses enge Band zu zerlegen, aber es ist nicht neu geregelt, wie kann man es denn leben? Und das ist auch etwas, was zum Beispiel mit dem Tantra eben zu tun hat. Tantra ist nicht monogam. Es geht von vornherein nicht monogam. Tantra sagt halt, nee, monogam, das kannst du vergessen, das geht nicht. Allein schon mit den Übungen. Geht schon mit den Übungen los. So ganz simpel. Da muss eine Öffnung sein. Wie weit die Öffnung dir möglich ist, hängt von dir ab, von deiner Fähigkeit. Und die ist bei jedem unterschiedlich. Das ist ganz klar. Aber sie kann auch viel weiter gehen, als du dir jemals geträumt hast. Und ist es eine Möglichkeit auch, dass es, also ich erfahre das so und so, von, also höre ich von vielen und auch selber, dass es auch Momente im Leben gibt, wo es einfach mal so, dann ist es einfach, also wir momentan haben momentan das Gefühl, so beide für uns so tiefer und tiefer und tiefer und zu erfahren, also dass es einfach auch mal wechselt in Lebensabschnitt, ne? Dass es jetzt nicht wieder eine Idee ist, ach, ich müsste und sollte, damit ich jetzt modern, weil, ne, also,
Auch das zu verstehen, ne? Dass das einfach auch Zyklen sein können oder dass es auch eine Möglichkeit ist, wieder mich Es sind alles Epochen. Epochen, es sind Epochen. Mhm. Und, aber das Entscheidende ist, dass man dem jeweiligen Streaming, was jetzt anliegt, auch nachgibt. Das heißt, also wenn eine andere Epoche anliegt, nicht zu sagen, nee, ja, ich bin nur jetzt verheiratet mit Kindern, ein Haus, ein Auto und Abzahlungsgeschäft und dies und jenes, das riskiere ich jetzt gar nicht, Epoche hin oder her, das interessiert mich jetzt gar nicht. Funktionier du mal besser, dann können wir vielleicht auch wieder besser. Das klappt natürlich nicht. Und es ist umgekehrt auch so, Beziehung als Sicherheitsdenken, es ist auch umgekehrt, ja, immer noch ist es so, dass ein Großteil der Frauen einen Mann zur Lebensexistenzsicherung braucht, mindestens dazu braucht, wenn nicht allein. Das ganz allein, das ist ziemlich passé. Aber es ist immer noch so, dass man sich zusammentun muss, damit die Existenz einigermaßen gesichert ist. Das heißt, wenn es jetzt auseinandergeht, dann wird es schon arg schwierig. Und, aber auf der anderen Seite, unsere Gesellschaft, gerade die deutsche, ist die offenste, finde ich, in der Welt, was die jetzt, sagen wir mal, die Moral anbelangt. Eine Frau kann Kinder alleine großziehen, der Staat unterstützt sie, egal ob das nur genug ist oder mehr.